Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu meinem Vortrag Leben, Sterben, Weiterleben. Wir wollen uns heute gemeinsam diese Themen anschauen und dazu freue ich mich, dass ich auch euch heute hier begrüßen darf in dieser wunderschönen Runde. Wir sind heute nämlich hier in Bonn und ihr dürft hier zu Gast sein. Auch euch möchte ich herzlich willkommen heißen und sage fein, wunderbar, dass ihr da seid. Wir wollen uns heute gemeinsam mal anschauen, wie das denn ist mit dem Leben, aber auch mit dem Sterben. Und dann mit dem Weiterleben. Wie war das bei mir? Ich war, naja, so Pöks, ne? Was sagt man, 10, 11 Jahre alt. Und wir durften zu Hause, mein Vater war Arzt, keine Western gucken. Naja, manchmal sind wir natürlich heimlich zum Nachbarn. Ne? Und da haben wir Bonanza geguckt. Aber er hatte dann ja doch ab und zu mal keinen Dienst, keinen Wochenenddienst. Und dann ging das nicht. Und irgendwann haben wir dann festgestellt, meine Geschwister und ich voran, dass die Bücher, die wir da im Regal zu Weihnachten immer gekriegt haben und immer gleich ins Regal gestellt haben, weil Bücher waren nicht so unser Ding, ne? Grüne Rückendeckel mit so weinrotfarbener Banderole, wer kennt die noch von euch? Karl-May-Bücher, dass das Western sind. Ah, Winnetou 1, oh, spannend, Old Shatterhand, Winnetou, Nshochi und wie heißt der eine da? Sam Hawkins, ne? Wenn ich mich nicht irre. Und das war super, Abenteuer über Abenteuer und richtig Western. Also ging's los, gelesen und Winnetou 2 kam dazu, noch mehr Abenteuer. Und dann auf einmal Winnetou 3, wieder neue Western-Abenteuer, spannend und richtig abenteuerhaft. Und dann, Winnetou stirbt. Und damals habe ich meine erste Träne auf ein Buch vergossen. Aber gleichzeitig passierte noch etwas. Nämlich, da hinten kam so ein Fragezeichen hoch, kennt ihr das? Und ein schwarzes Loch. Ja, was ist denn Tod eigentlich? Aber keine Antwort, woher auch, ne? Ach, dachte ich, Papa ist ja Arzt, den kannst du ja fragen. Du sitzt ja an der Quelle. Also, los ging's. Papa, wie sieht's aus? Was ist denn Tod? Du hast den Krieg erlebt, du bist Arzt, du musst das wissen. Ja, sagt das ganz einfach, dann ist Schluss. Dann ist so Licht aus, vorbei. Oder wenn du abends schlafen gehst, gehst auch schlafen, bist weg. So ist das, wenn du stirbst. Das war für mich aber so gar nicht zufriedenstellend. Ich denke, nee, das kann jetzt aber nicht sein. Doch, sagt er, ist so. Passte mir gar nicht die Antwort. Aber, was sollte ich machen? Als Elfjähriger glaubst du deinem Papa, ne? Und es war ja auch sein Wissensstand. Mehr wusste er tatsächlich nicht. Zur gleichen Zeit war meine Mutter schwer krank, hatte Asthma und Bronchitis. Und naja, die Zeit ging ins Land. Sie wurde langsam wieder gesund. Ich wurde älter. Und als ich so 15 Jahre alt war ungefähr, da lag bei uns plötzlich ein Buch auf dem Sideboard. Wow. Dr. Raimund A. Moody. Leben nach dem Tod. Oh. Darf ich das mal lesen? Na klar. Oh. Zack. Und los ging's. Das Buch, das kann ich euch sagen, habe ich schneller gelesen als jeden Karl May oder jeden Jerry Cotton oder wie sie alle hießen, die tollen Büchlein oder Bücher, die wir damals hatten. Ja, und als ich durch war, naja, ihr wisst ja, der Zweifler in uns, ne? Das ist ja viel zu schön, um wahr zu sein. Also dachte ich, sprich mal mit deinen Eltern. Vater war mal wieder auf Dienst und so ging ich zu meiner Mutter und sag, hör mal, hast du das auch gelesen? Ja. Und sag ich, viel zu schön, um wahr zu sein, oder? Naja, sagt sie da, ich muss dir da was erzählen. Weißt du? Vor 3 Jahren, als ich so krank war, erinnerst du dich noch? Na klar habe ich mich erinnert. Ich habe abends im Bett gelegen, gebetet und geweint, dass sie überlebt. Da haben mir dein Vater und sein Kollege eine Spritze etwas zu schnell gegeben. Ja, und da habe ich genau das erlebt, was da in dem Buch drin steht. Was, sag ich, du warst tot? Naja, sagt sie, und Vati war da, der hat mich abgeholt, versuchte sie das Thema ein wenig abzulenken. Ja, wie, sag ich, der war da. Ja, sagt sie, der hat mich abgeholt. War ich ganz baff, denn mein Opa war gestorben, als ich 6 war. Das hört sich jetzt aber spannend an. Da ich aber das Buch gelesen hatte, wusste ich, dass sowas möglich ist. Ja, wie, sage ich, und dann? Und dann hat sie mir das alles erzählt. Und das
möchte ich euch jetzt auch erzählen. Zusätzlich fließen jetzt hier die Informationen rein, die mir zum Beispiel andere Menschen gegeben haben, die auch ein Nahtoderlebnis hatten. Zum Beispiel in meinem Kongresspaket die Melanie Simon, die mit 21 Jahren einen ganz schweren Verkehrsunfall hatte und seitdem querschnittsgelähmt ist und eine ganz tolle Geschichte erzählt hat. Das ist eine der lebensfrohesten jungen Frauen, die ich kenne. Heute im Rollstuhl. Man glaubt es nicht. Da kommen wir aber gleich zu. Also, fangen wir an. Wenn ein Mensch stirbt, egal ob nun Unfall, auf dem OP-Tisch oder ganz normal im Krankenhaus oder zu Hause im Bett, dann ist das so, dass die Seele in dem Moment den Körper verlässt. Einige Menschen beschreiben das so, dass sie durch einen Tunnel gehen. Bei anderen kommt der Tunnel erst später, wie wir nachher bei der Melanie Simon sehen. Und die einen hören ein Geräusch, die anderen hören Musik. Auf jeden Fall sind sie nach dem Tunnel oder nach dem Austritt aus dem Körper plötzlich über dem Körper, so im Raum oben. Ganz wenige sagen, dass sie daneben sind. Die meisten sagen, sie schweben über dem Körper. Und dann gucken sie darunter. Manche realisieren das nicht gleich, andere schneller. Dass das ja ihr eigener Körper ist, der da unten liegt. Ja, und dann kriegen sie auf einmal mit, was ist denn da los? Der Arzt, was macht der denn da? Der macht Wiederbelebungsversuche. Hey, sagen die, weil hier ist das so schön. Keine Schmerzen, kein Wärme-Kälte-Empfinden. Alles ist wunderbar. Eine wunderbare Liebe ist da. Man kann das gar nicht beschreiben, wie schön das ist. Und gucken die, ey, hör auf, lass das, ich will hier bleiben. Aber der hört nichts. Der nimmt nichts wahr. Der macht einfach weiter. Aber irgendwann merkt man halt, das nutzt nichts, was ich da jetzt, ob ich noch so laut rufe oder nicht. Der nimmt das nicht wahr. Also lassen Sie ab und lassen den da unten machen. Übrigens, da es im Jenseits keine Zeit gibt, kann es sein, dass dieser Arzt tatsächlich diesen Menschen innerhalb von Sekunden, Minuten zurückholt. Aber das, was ich jetzt erzähle, für die Seele wahrgenommen, ganz lang ist. Okay. Meine Mutter wurde ja von ihrem Papa abgeholt. Andere berichten, dass sie von anderen Verwandten oder Vorausgestorbenen abgeholt werden. Aber die meisten sagen, dass der Geistführer da war. Wir nennen es auch Schutzengel. Also es ist so, wir sind ja immer begleitet, immer. Wir sind niemals alleine. Es ist immer jemand bei uns. Und das ist in der Regel eben unser Geistführer, mit dem wir durch all unsere Inkarnationen durchgehen. Und der nimmt uns in der Regel in Empfang. Schon alleine, um uns die Angst zu nehmen, weil wir im Moment ja viel häufig gar nicht wissen, was erwartet uns denn jetzt, wenn wir drüben ankommen. Die meisten Menschen sind ja total überrascht. Huch, es geht ja tatsächlich weiter. Was ist das denn? Ich dachte, es wäre jetzt vorbei. Ja, das ist ja toll hier. Zum Beispiel. Ne? Ja, und dann das Nächste, was passiert. Jetzt wird es nämlich spannend. Jetzt kommt die Lebensrückschau. Das heißt, den Menschen wird gezeigt, wie das bis jetzt vergangene Leben war. Das kann sein, dass das von jetzt ab rückwärts geht, bis zur Geburt. Andere berichten, das ging von der Geburt an, vorwärts ganz schnell bis heute, so in Sekundenbruchteilen, das ganze Leben. Und wieder andere sagen, ja, mir wurden nur Highlights gezeigt. Das ist ganz unterschiedlich und individuell. Und was geschieht, was uns gezeigt wird, das hängt von uns ab, von unserem Leben und was unser Geistführer uns gerade zeigen will. Also, uns werden zum Beispiel gute Momente gezeigt. Momente, wo wir aus der Liebe, aus dem Mitgefühl heraus gehandelt haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir gehe und dir einfach, gib mir mal deine Hände, meine Liebe schenke. Dann werde ich das später aus deinen Augen noch einmal erleben dürfen. Danke dir. Ich hätte dich auch kneifen können, hätte ich mich aber selbst gekniffen. Kommen wir aber gleich nochmal genauer zu. Also solche Momente zum Beispiel. Oder Momente, das Berühmte, wenn wir der Oma über die Straße geholfen haben.
Oder wenn wir einem Menschen angelächelt haben, so wie wir beide, wo wir uns da begegnet eben. Das war toll, sie kommt ums Auto, Andreas, ich kenne dich, das fand ich total süß, ne? Weil ich sie ja nur nicht kannte. Ne? Aber es war schön, es war einfach ein schöner Moment. Solche Momente werden uns gezeigt. Aber uns werden auch andere Momente gezeigt, nämlich genau das Gegenteil, wo wir nicht aus der Liebe heraus gehandelt haben. Der Punkt ist nur, dass viele Nahtoderfahrene, die da richtig heftig was erlebt haben, die berichten darüber aber nicht. Warum? Stell dir mal vor, du kommst rüber und dir wird wirklich alles gezeigt, weil du halt bist halt ein wirklich liebloser Mensch, du bist was weiß ich und hast wirklich viel Mist gebaut im Leben und dir wird das nun mal alles präsentiert und jetzt in dieser Situation weißt du ganz genau, dass das Mist war, was du da gebaut hast und zwar richtig, richtiger Mist. Das fühlt sich so bescheiden an, ja, dass die meisten Menschen sich niemals trauen, darüber zu berichten. Ein einziger oder einige haben sich getraut und eine Geschichte habe ich euch mitgebracht und die möchte ich euch jetzt erzählen. Da war in Amerika ein junger Mann, ist schon ein paar Jahre her, inzwischen ist er älter. Der hat sich einen neuen Truck gekauft. Kennt ihr ja, ne? Diese mit hinten Ladefläche und blitzeblank und ist stolz wie Oscar und fährt damit in die Stadt. Und kommt gerade rein in die Stadt und da zack springt ihm ein Fußgänger vor den Kühler. Er Vollbremsung und so ein Stück vorher kommt er zum Stehen. Ach, nix passiert. Aber er ist wütend, weil er eine Vollbremsung machen musste, springt aus seinem Truck raus, schimpft diesen Passanten total aus. Die fangen an, sich zu streiten. Das endet darin, dass sie sich prügeln. Der LKW-Fahrer war ein bisschen kräftiger. Das heißt, er verprügelt den am Ende. Der ist bewusstlos am Straßenrand. Er lässt ihn liegen, steigt in seinen Truck, haut ab. Abends kriegt er ein schlechtes Gewissen, geht zur Polizei und stellt sich. Er kriegt seine Strafe. Das Thema ist für alle erledigt. Die Jahre gehen ins Land, er wird älter. Eines Tages hat er einen Unfall. Bingo. Er stirbt. Er hat ein Nahtoderlebnis. Er wird wiederbelebt. Und jetzt hat er den Mut, uns folgende Geschichte zu erzählen. Er war mit seinem Geistführer da. Der hat ihm nun einige Eckpunkte gezeigt im Leben. Unter anderem kamen sie jetzt genau zu diesem Moment von damals, wo er mit dem Truck in die Stadt fuhr. Und da sagte er, ja, wir haben da oben drüber geschwebt zusammen und haben uns die Situation angeguckt. Und ich habe uns gesehen, wie wir da unten, wie wir uns da geprügelt haben. Das war interessant zu sehen, ja. Nur sagte er, jetzt geschah noch etwas. Jetzt musste ich diese Situation nämlich einmal aus der Sicht des anderen erleben. Und eins sage ich euch, hat er gesagt, jeden dieser 42 Schläge habe ich mir selbst in die Fresse gehauen. Ups, habe ich gedacht. Das ist ja mal interessant, nicht? Und da kam hier hinten bei mir wieder so ein Schildchen hoch. Vielleicht kennt ihr das, ja? Oder so ein Gedanke so, flupp, sprang ja nach vorne. Den hatte ich schon vergessen. Ich denke, ups. Was du nicht willst, dass dir man tu, das füg auch keinem anderen zu. Der stand plötzlich wieder da. Und ich dachte, oh. Oh, oh. Und da habe ich ihn umformuliert. Alles, was du willst, dass dir man tu, das füg auch allen anderen zu. So einfach ist das. Ich fand das sehr spannend. Und habe daraufhin mein Leben geändert. Es klappt nicht immer, wir sind Menschen. Und wahrscheinlich geht es euch genauso und das ist vollkommen okay. Und wir wissen halt, wenn wir irgendeinen Bockmist bauen, naja, da müssen wir dann halt wieder durch. Als ich meine zweite Ehefrau verlassen habe wegen der dritten, große Liebe mit allem drum und dran, da musste ich ihr, oder habe ich ihr damals echt wehgetan. Das war Mist. Großer Bockmist, das wusste ich. Und 7 Jahre später, ich habe damals noch gedacht, hoffentlich kann ich dieses Karma noch auflösen. 7 Jahre später verlässt mich meine dritte Frau mit einem Kerl. Und es hat richtig wehgetan. Und wisst ihr was, ich habe da gestanden? Danke. Danke, dass ich dieses Karma in diesem Leben noch auflösen darf. Auch wenn es dann noch immer wehgetan hat. Aber ich habe die Lernaufgabe begriffen. Obwohl ich das alles schon wusste. Ne? Also manchmal ne, ist man halt im Leben einfach im Leben. Dann ist das so. Gut. Übrigens, dieser, man nennt es ja auch Lebensfilm. Ne?
Wer ist denn der Regisseur, der Buchautor, der Schauspieler in diesem Film? Du sagst es, Bärbel. Genau, das bin nur ich selber. Nochmal, nur ich bin der Autor, der Regisseur und der Schauspieler. Welchen Film möchtest du sehen? Natürlich einen tollen Film, deinen Film. Und du hast jetzt die Möglichkeit, dein Leben vielleicht in der Gestalt zu ändern, dass es ein richtig fantastischer Film wird. Ein Bestseller. Ja, ist nicht so einfach, ne? Wenn man so wieder ins Leben zurückkommt, nachher nach Hause kommt, da ist alles wieder beim Alten, ne? Vielleicht ist auch gut so. Muss jeder selbst entscheiden und wissen und reinfühlen. Okay, also wir waren beim Lebensfilm. Wenn diese Situation abgeschlossen ist, berichten die Menschen, die zurückgekommen sind, gibt es jetzt eine Vision des Wissens. Wobei die nicht unbedingt erst jetzt kommt, die kann auch schon vorher da sein. Das kommt darauf an, ob wir Fragen stellen. Denn bei der Vision des Wissens ist es so, dass wenn wir mental, also da drüben ist ja mit Telepathie, eine Frage stellen, zack, ist die Antwort da. Du stellst eine Frage, zack, ist die Antwort da. Zack, 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 zack. Genial. Und die Menschen, die das berichtet haben, die zurückgekommen sind, die sagten, das war fantastisch, aber die Antworten musste ich leider alle vergessen, denn die sind für die Menschen noch nicht freigegeben. Da war ich traurig. Weil ich dachte, jetzt erfahre ich doch endlich mal was Essentielles Neues. Naja, gut. Muss ich halt warten, bis ich drüben bin, stelle ich dann die Fragen, was soll's? Ja, und jetzt berichten Nahtoderfahrene. Meine Mutter sagte, da war sowas wie eine Schranke. Andere sagen, die Melanie Simon berichtet, als sie in dem Tunnel war, war plötzlich Stopp. Da war das Licht, aber es war Stopp. Und dann wurde die Frage gestellt, so, wie sieht's aus? Hier bleiben oder zurück? Und ach, das ist so schön, ich will aber hier bleiben. Hier ist so schön, warum soll ich denn zurückgehen? Nein, ich will hier bleiben. Okay, deine Entscheidung, aber bedenke. Schau mal hier, du kannst jetzt hier bleiben. Aber wenn du zurückgehst, kannst du noch folgende Erfahrungen machen. Hattest du dir ja so vorgenommen, geplant in deinem Seelenplan, die Erfahrung und das kannst du noch machen und das und das und das. Und auch der Gerhard Fester, der mit in meinem Paket ist, der berichtete, als ich das gesehen habe, mit Karacho war ich wieder unten. Und bei der Melanie Simon war das zum Beispiel so, sie hat gefühlt, dass sie gerne ihre Nichten und Neffen noch mit aufwachsen sehen möchte, weil sie so viel Liebe für sie gespürt hat. Kaum hat sie diesen Gedanken zu Ende gedacht, war sie wieder unten in ihrem Auto. Mit verdrehter Wirbelsäule, Benzin drüber, es ist kalt, es ist unangenehm. Das Auto sieht ziemlich schlimm aus. Guckt euch im Video an, da habe ich das Bild zeigen dürfen, wie das Auto aussah. Die Fotos, die die Feuerwehr damals gemacht hat, die sie da aus dem Auto rausgeschnippelt haben. Sie wusste also, dass sie querschnittsgelähmt sein wird und hat gesagt, ja, das ist mir egal, Hauptsache ich bin wieder unten. Und ich sagte ja vorhin schon, dass sie eine sehr lebensfrohe Frau ist jetzt, denn sie hat mir berichtet, und das seht ihr auch in dem Film, sie hat schon im Krankenhaus mit ihrem Wissen anderen Menschen, die ganz neu reinkamen als Querschnittsgelähmte, denen hat sie helfen können. Mit ihrem Sein, mit ihrer Hilfe und eben dem, was sie schon erfahren hat. So, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo es eigentlich nicht weitergeht, denn jetzt war ja Schluss. Die Nahtoderfahrung ist hier zu Ende. Die Seelen sind wieder in ihrem Körper. Sie waren verbunden über die Silberschnur und sind jetzt wieder in ihrem Körper. Nun gibt es aber Menschen, Reinkarnationstherapeuten, Rückführungstherapeuten, die Seelen, uns hier im menschlichen Leben, zurückführen können. Vielleicht in ein anderes Leben, vielleicht in ein uraltes Leben. Und dem Dr. Michael Newton ist in seiner Anfangszeit etwas ganz Verrücktes passiert. Der hat nämlich während der Rückführung gemerkt, dass er immer wieder zwischen den Leben landet. Also nicht in dem alten Leben, aber auch nicht in dem aktuellen, sondern dazwischen, in der geistigen Welt. Und am Anfang wollte er das gar nicht. Er hat sich dagegen gewehrt. Er wollte unbedingt eben den Patienten helfen durch die Erfahrung in einem anderen Leben. Aber dann hat die geistige Welt ihm ganz klar gesagt, hör zu, das ist dein Job. Du machst jetzt ganz viele Rückführungen und dokumentierst das bitte alles,
machst eine Landkarte vom Jenseits und stellst das den Menschen zur Verfügung, damit sie davon lernen können, damit sie endlich die Angst vor dem Tod verlieren. Nun hat er das gemacht und hat Bücher geschrieben. 3 Stück an der Zahl. Und ein viertes hat er herausgebracht mit den Geschichten von seinen Rückführungstherapeuten, die er ausgebildet hat. Dies Wissen plus das Wissen, das ich bei Rückführungen selbst erfahren habe, plus das Wissen, das wir auch im Kongresspaket durch die Rückführungen, die wir da gemacht haben, erfahren haben, und das Wissen von den Rückführungstherapeuten selber. Berichte ich euch jetzt das, was meine Wahrheit ist. Übrigens, alles, was ich heute erzähle, ist meine Wahrheit. Vielleicht habt ihr, das ist eure Wahrheit, ein bisschen Deckungsgleichheit mit meiner. Wunderbar. Vielleicht sogar viel Deckungsgleichheit. Auch wunderbar. Wisst ihr was? Oder gar keine Deckungsgleichheit. Auch wunderbar. Weil alles darf sein, alles ist richtig. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo die anderen zurückgeschickt wurden. Jetzt geht's aber weiter. Wenn wir denn wirklich sterben, wenn die Silberschnur durchgeschnitten wurde und wir in die geistige Welt eingehen. Und jetzt an diesem Moment passiert etwas, das können wir uns hier eigentlich nicht wirklich vorstellen. Denn jetzt werden wir von unserer Seelenfamilie zurück willkommen geheißen. Und dann wird richtig Party gefeiert. Tschakka, da ist richtig was los. Und wir müssen erzählen, wie war es denn dein Leben? Erzähl doch mal, was ist passiert und was hast du gelernt? So ein grober Abriss. Und alle freuen sich. Es ist eine total hohe Liebesschwingung. Und es gibt ja drüben keine Zeit. Trotzdem sage ich mal, es dauert so seine Zeit, bis das alles durchlebt ist. Und dann kommt etwas Wundervolles, wieder Wundervolles. Und zwar, wenn wir ein Leben hier auf der Erde gelebt haben, durchlebt haben, das ist für die Seelen sehr anstrengend. Dann kommt nämlich jetzt eine Zeit des Ausruhens, der Kontemplation, des Rückzuges. Und das dauert auch so lange, wie wir das brauchen. Und auch, wie wir uns das vorstellen. Denn drüben können wir sofort manifestieren. Das heißt, ich denke einen Gedanken und dann ist das so. Also wenn du zum Beispiel rüberkommst und stellst dir vor, ich bin auf einer Blumenwiese, weil du dich da am besten ausholst, mit einem Blütenbett, dann bist du da. Stellst du dir vor, du bist unter einer Lichtdusche, dann bist du unter einer Lichtdusche. Oder dein Traumbett ist ein Wasserbett, so ganz groß, da kriegst du ein riesiges Wasserbett. So wie du dir das wünschst und vorstellst, das, was dir am besten tut, das wird geschehen. Und da kannst du dich so lange ausholen, bis du wieder fit bist. Das merkst du dann schon. Und irgendwann bist du damit fertig, fühlst dich wieder gut, das, ha, weiter geht's. Was kommt jetzt? Jetzt, ihr Lieben, wird's spannend. Das, was ich da erfahren habe, ist so fantastisch, dass ich auch gedacht habe, hallo? Aber jetzt, an dieser Stelle, machen wir nämlich unseren Job weiter. Wie? Wir haben da drüben einen Job? Na klar. Als Gott uns erschaffen hat, dann hat er das nicht gemacht, einfach mal um uns auf die Welt zu schicken. Nein, nein. Jede einzelne Seele wurde erschaffen mit einer Aufgabe, mit einer bestimmten Bestimmung, mit einer bestimmten Berufung. Und genau dieser Berufung gehen wir im Jenseits immer nach. Denn wir sind geistige Wesen, die jetzt gerade hier eine menschliche Erfahrung machen, danach wieder nach Hause gehen und da weitermachen. Und dann machen wir diesen Job. So lange, wie es dauert, so lange, wie wir das machen, vielleicht sogar ewig. Nur da wir ja in einem Inkarnationszyklus sind, Zyklus im Moment auf der Erde, ist es so, dass irgendwann unser Geistführer kommt und sagt, da war doch noch was. Da waren noch so ein paar Punkte und so ein bisschen Karma ist auch noch da. Wie sieht's aus? Hast du Bock? Nö, noch nicht. Keine Lust. Okay. Denn wir haben drüben auch den freien Willen. Und wir entscheiden selber alles. Man kann sogar sagen, ich will überhaupt nicht mehr auf die Erde, weil das passt mir überhaupt nicht. Dann lernt man das Ganze eben in der geistigen Welt. Ist ein bisschen langwieriger, ist nicht ganz so einfach. Denn dieser Planet Erde, das ist der Planet mit dem höchsten Lernpotenzial im Universum. Es gibt ganz viele Planeten. Aber auf keinem geht es so gut und so schnell wie hier auf der Erde. Sodass die Seelen im Universum Schlange stehen, um auf dieser Erde inkarnieren zu dürfen und hier diese Erfahrungen machen zu können. So viele Erfahrungen auf einmal.
Okay, dann kommt der Geistführer irgendwann wieder und sagt, na, wie sieht's aus? Und dann sagst du, jo, ich habe mal wieder so richtig Lust. Gut, und dann geht's los und wir schauen uns zusammen mit dem Geistführer, vielleicht mit dem Hohen Rat zusammen, einige mögliche Leben an. Das geht ja drüben, weil es gibt drüben keine Zeit. Genauso haben wir uns vielleicht das mal angeguckt, dass wir heute hier gemeinsam sitzen und ich hier vorne stehe und euch etwas erzähle. Kann man machen, ist alles möglich. Und so wurden uns verschiedene Möglichkeiten gezeigt. Dir wurde zum Beispiel dieser Körper gezeigt, vielleicht auch dieser, aber da hast du gesagt, ach nee, da habe ich keine Lust, da vorne zu stehen. Und da hast du doch diesen genommen. Und ich habe dann auch gesagt, okay, ich nehme den, weil da kann ich mal das machen, was ich schon immer machen wollte. Und wo ich das lerne, was ich noch dringend lernen muss. Und dann haben wir uns dafür entschieden. In dem Moment, wo das klar ist, fragt der Geistführer nochmal, und wie sieht's aus, wirklich? Ja? Okay, gut, sagt er, wenn das so ist, wenn du das wirklich nehmen willst, dann wird es eingeloggt. Und dann kriegst du dieses Leben. Dann werden Verabredungen getroffen, zum Beispiel mit den Eltern, mit den Kindern, mit den Geschwistern, vielleicht auch mit den, nein, auf jeden Fall mit den Partnern im Leben, mit guten Freunden und vielleicht auch mit dem ein oder anderen Chef, der einem dann doch die ein oder andere Möglichkeit gibt, zu wachsen und zu lernen. Oder die Untergebenen, weil es geht ja jeder diesen Weg genau gleich. Der nächste Schritt ist, wenn das dann klar ist, fertig ist, dann suchen wir uns eben die Seelen, mit denen wir gemeinsam inkarnieren wollen und treffen Absprachen. Und damit man sich wirklich hier unten wieder trifft, ist das so, dass wir in diese Situationen, wo wir zum Beispiel einen wichtigen Lebenspartner wieder treffen oder es erstmal treffen, die Seelen treffen sich natürlich wieder, aber auf der Erde, wir Menschen treffen uns das erste Mal. Damit wir uns da wirklich wiedererkennen, machen wir uns nicht nur Zeichen aus, sondern wir gehen in die Situation rein und erleben sie nochmal, nochmal und nochmal, damit sich das im System, in der Seele speichert. Denn wenn wir geboren werden, gehen wir ja durch den Tunnel des Vergessens und wissen nichts mehr. Aber plötzlich erleben wir sowas, das fühlt sich gut an. Oder andere sagen, das ist ein Déjà-vu. Das Déjà-vu ist ganz klar, weil wir es schon mal erlebt haben, weil wir ja aus der geistigen Welt schon mal hier waren und haben uns das angeguckt, die Situation. So kann man sich das im Voraus anschauen und dann einspeichern ins System. Wenn das alles geschehen ist, dann geht's los. Die Eltern inkarnieren, man selber kommt dann auch langsam in das Feld. Und wenn es soweit ist, dann ist es so, dass die Seele runterschwingt, auf die Erde kommt, schon mal in das Feld der Mutter geht, ein bisschen fühlt und so im ungefähr dritten Schwangerschaftsmonat sich mit dem Fötus verbindet. Und in dem Moment, wo die Seele das tut, wird es ein Embryo. Und der wächst ganz normal heran. Die Seele ist schon bei der Mutter. Oft ist es so, dass die Seelen auf Seelenebene auch einander helfen und auch kommunizieren. Und dann wird das Kind geboren, Tunnel des Vergessens irgendwann in der Zeit und dann ist ein neues Leben am Start. Und so haben wir jetzt genau einmal den kompletten Kreislauf gesehen. Das Leben brauchen wir jetzt nicht zu beschreiben, das erleben wir ja gerade hier. Ja. So kann es sein, so sind meine Informationen, die ich bekommen habe dazu, wie das Leben in der geistigen Welt funktioniert, wie wir drüben unser Leben leben. Kommen wir zum Thema Sterben. Was wünscht sich ein sterbender Mensch am allermeisten? Ein sterbender Mensch wünscht sich Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit und Hilfe. Wieso? Wenn der Verwandte kommt, weiß ganz genau, das ist bald vorbei, weil der Arzt hat es uns gesagt. Ne? Und dann gehen wir hin und sagen, na, das wird schon wieder gut, es wird alles schon wieder gut. Entschuldigung, das ist Kokolores, weil die betroffene Person weiß in der Regel am allerbesten, dass es bald soweit ist, dass sie geht. Und da bringt es überhaupt nichts, sie anzuschwindeln, sondern lieber entweder die Klappe halten oder ehrlich sein und ganz klar sagen, wir wissen beide, es kann sein, dass du bald gehen wirst. Also lass uns die letzte Zeit noch zusammen genießen. Was möchtest du mir noch unbedingt sagen? Oder ich möchte dir unbedingt noch mit auf den Weg geben. Und was ganz wichtig ist,
je nachdem, was in dem gemeinsamen Leben geschehen ist, Vergebung. Ich bitte dich, mir alles das, was ich dir angetan habe, zu vergeben. Und ich vergebe dir alles, was du mir angetan hast. Dann kann die Seele nämlich viel leichter ins Jenseits hinübergehen. In meinem Kongress werdet ihr sehen, dann zu Ostern gibt es auch ein ganz tolles Video mit der Karin Simon. Karin Simon ist kabarettistische Sterbeamme. Ja, was ist das denn schon wieder? Die wohnt in Regensburg und ihr kennt so ein bisschen die bayerische locker-flockige Art. Und sie hilft halt Menschen, hier weiterzukommen, wenn es mit diesen Themen nicht so klappt. Ein kleines Beispiel. Da ist nun eine alte Dame, die liegt im Sterben in ihrem Bettchen. Und auf der einen Seite stehen die Krankenschwestern. Auf der anderen Seite stehen die ganzen Verwandten. Da kommt Karin rein mit ihrer Handpuppe, Babette, eine alte Dame mit grauen Haaren, und guckt. Sieht die alte Dame, die Babette, und sagt, na, machst dich langsam vom Acker. In dem Moment lacht diese alte Dame schallend, dass das Bett wackelt, und sagt, endlich spricht's mal jemand aus. Das Eis bricht und plötzlich kann darüber gesprochen werden. Karin als Sterbeamme übernimmt ein bisschen die Moderation, hilft, wo Hilfe nötig ist, und es konnte alles geklärt werden zwischen der alten Dame, die im Sterben lag, und den Verwandten, sodass das zu einem glücklichen Ende gekommen ist. Diese kleine Anekdote vielleicht am Rande auch mal etwas zum Schmunzeln. Gehen wir einen Schritt weiter. Ein Mensch ist gestorben und wir sind in Trauer. Jetzt gehen wir auf der Straße entlang, uns kommt einer entgegen, und was macht der? Jetzt spiele ich den anderen, der entgegenkommt, ja? Der sieht dich, ne? Und geht auf die andere Straßenseite. Ja, warum? Weil er mit dieser Situation nicht umgehen kann. Und jetzt gucken wir uns mal an, falls wir in diese Situation kommen, was können wir tun, um nicht auf die andere Straßenseite gehen zu müssen, sondern wir können auf den Menschen zugehen. Und wenn wir keine Worte wissen, dann sagen wir das. Wir können den Menschen einfach in den Arm nehmen, können sagen, ich habe keine Worte, es tut mir so leid, und nehmen denjenigen in den Arm, wenn das dran ist. Manche Menschen wollen nicht in den Arm genommen werden, da respektieren wir das bitte auch. Aber eins, und deswegen erzähle ich euch das, ist jetzt ganz wichtig. Eins will diese Person jetzt nicht, und das ist unsere Geschichte hören. Ja, ich habe ja meine Mutter auch verloren und das und das und bla 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 bla. Vergesst es. Ganz ehrlich, Klappe halten. Wenn einer redet, dann die Person, die uns vielleicht mitteilen will. Und jetzt ist es wichtig, dass wir zuhören. Dass wir mal still sind. Jetzt dieser Person den Raum geben. Vielleicht hat sie ja damals, als unsere Mutter gestorben ist, oder Vater oder Kind oder was weiß ich, auch damals mal zugehört. Ist es eine gute Freundin vielleicht oder ein guter Freund, ein Bekannter, ein Verwandter, Bruder, Schwester? Na gut, Bruder, Schwester wäre jetzt, sagen wir mal, gleich. Also Bekannter, sagen wir mal. Und wir kommen zu dem, derjenigen nach Hause, und die Person ist total durch den Wind. Und da können wir natürlich hingehen und sagen, wenn du Hilfe brauchst, dann ruf mich an. Ne? Vergiss es, der Anruf kommt nicht, der kommt nie, dieser Anruf. Was aber funktioniert, ist hingehen, Topfnudeln kochen, Tomatensauce dazu und sagen, komm, du musst was essen. Oder sagen, komm, wir gehen einkaufen. Ich fahre auch, du kannst jetzt sowieso nicht fahren. Oder gib mir meine Einkaufsliste, ich fahre für dich einkaufen. Praktische Sachen, Küche aufräumen, Wäsche waschen. Wenn die Person gerade dazu absolut nicht in der Lage ist, es tun. Nicht lange reden, kurz Absprache und dann, je nachdem, wie gut wir uns in dem Haushalt auskennen, machen. Einfach aktiv machen, helfen. Das hilft trauernden Menschen am meisten. Auch hier wieder Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit.
Jetzt möchte ich euch aus meinem Leben etwas erzählen, was ich so vor dieser Tour noch nie erzählt habe, weil ich dachte, ich bin nicht richtig. Aber ich habe inzwischen von anderen Menschen erfahren, dass das mehreren Menschen passiert ist und dass das vollkommen okay ist. Und ich konnte mir lange keinen Reim darauf machen. Was ist geschehen? 2013, ich hatte eine ganz tolle Partnerin, die große Liebe, ist sie verstorben. Und in dem Moment, wo ich das erfahren habe, sie hatte sich selbst das Leben genommen, und ich habe das aber einen sehr verrückten Weg erfahren, da war nicht diese Trauer, die man eigentlich in dem Moment erwartet, dieses totale Zusammenbrechen, traurig sein oder irgendwas. In diesem Moment war ein ganz starkes Gefühl da, was sagte, super, geschafft, alles okay, fertig. Ich sage, hallo, hier stimmt was nicht, bin ich nicht richtig, das kann nicht sein, sie ist tot. Hallo, geht's noch? Alles ist gut, alles ist richtig, es ist geschafft. Heute weiß ich, dass ihre Seele in dem Moment bei mir war und mich in dieser Information gebadet hat. So stark, dass ich nicht zusammenbrechen musste. Und dann geschah Folgendes. An dem Abend, ihr wisst ja, wie das ist, wir gehen ins Bett, wir kommen runter langsam und da kommt dieser Trauerweinkram, volles Rohr raus. Aber 2 Sekunden nur und ich habe ein Lächeln auf den Lippen. Was ist denn das jetzt? Wie geht denn das zugange? Habe ich erst nicht verstanden. Nächster Abend, das Gleiche nochmal. Wieder, ich kriege die große Trauer, den Weinkrampf und keine 2 Sekunden. Lächeln. Danach habe ich es begriffen. Sie hat mich in ihrer Liebe gebadet. So sehr gebadet, dass ich ein Lächeln auf die Lippen bekam. Natürlich hat mir mein Wissen über das Leben nach dem Tod weitergeholfen. Und trotzdem, wenn du einen Menschen verlierst, bist du einfach traurig. Und dieses Erlebnis ist so wunderschön gewesen, dass ich das mit euch teilen möchte. Dass ihr wisst, auch sowas ist möglich. Zum Thema Selbstmord, Suizid. Noch ein paar Worte. Zum einen, schaut euch das Video an mit der Elke Sola. Die hat ihre Tochter durch Selbstmord verloren. Und es war ganz schlimm für sie. Und sie hat das alles beschrieben. Dieses Buch übrigens, was sie darüber geschrieben hat, ist kostenlos im Kongresspaket enthalten. Und sie hat irgendwann, nachdem das mit der Trauer wirklich heftig war, für sich selber beschlossen, hey, ich liebe sie einfach weiter. Und von dem Moment an ging ihr Leben wieder bergauf und sie hat ein neues Leben danach, wie man so schön sagt, angefangen und jetzt ist sie wieder lebensfroh und eine glückliche Frau im Leben. Das heißt nicht, dass der Verlust vergessen ist. Nein, nein, der ist da. Der ist immer noch da. Aber sie ist wieder zurück im Leben. Des Weiteren habe ich folgende Information. Wenn ein Selbstmord klappt, wenn er funktioniert, wenn er zum Erfolg führt, hey, dann war er im Plan. Denn wenn er nicht im Plan gewesen wäre, dann wäre er vereitelt worden. Du wirst gefunden, du wirst wiederbelebt, du hast die falschen Tabletten genommen. Frag mich nicht, das Seil reißt, was es alles für Möglichkeiten gibt. Ne? Es funktioniert einfach nicht. Du kannst das 2-3 Mal machen. Es klappt einfach nicht, weil er nicht im Plan war. Andersrum, wichtig zu wissen, wenn er klappt, dann war er auch im Plan. Und vielleicht fragen sich jetzt der ein oder andere, ja Moment mal, im Plan? Ja. Zum Beispiel, dass wir diesen Verlust erleben wollten. Um mal zu fühlen, wie das ist, jemanden so zu verlieren. Warum wollen wir denn sowas fühlen? Ja, ganz einfach, weil wir vielleicht im letzten oder vorletzten Leben etwas Ähnliches gemacht haben mit einer anderen Seele, es ihr zugefügt haben. Deswegen dürfen wir nach dem Karma-Gesetz, ein göttliches, universelles Gesetz, das jetzt auch mal erleben. Wir wollten diese Erfahrung machen. Ganz einfach. Manche Karma-Erfahrungen liegen schon viele Leben zurück und die kommen jetzt erst. Andere sind schon fast auf
wie soll ich das sagen, ausgeglichen. Und es schwingt noch ein bisschen nach. Man hat jetzt noch hier ein Zipperlein und da ein Auerweh. Und kann sein, dass das aus einem anderen Leben herrührt und wir das jetzt noch zu Ende auflösen dürfen. Das zum Thema Selbstmord, Suizid. Übrigens gilt das mit dem Karma natürlich auch für alles andere. Karma wirkt sich immer aus. Unser jetziges Leben, wie wir jetzt leben, ist das Ergebnis der Leben, die wir alle gelebt haben davor. Und das, was wir jetzt leben, damit legen wir uns schon für das nächste Leben, wie es sein wird. Also je mehr wir jetzt in der Liebe leben, desto mehr wir lernen und je mehr wir Mitgefühl geben, je höher unser Bewusstsein wird, desto besser, das ist eigentlich eine Wertung, desto höher schwingender wird unser nächstes Leben werden. Also wir legen uns dieses nächste Leben eigentlich jetzt schon zurecht. Das einfach mal dazu. Nächstes Thema, Kontakt mit Verstorbenen. Gibt es sowas? Ja. Auch hierzu erzähle ich euch eine Geschichte, die mir selbst passiert ist. Die Mutter einer guten Freundin rief mich eines Tages an und sagt, hör mal Andreas, du, ich habe da ein Erlebnis, kannst du mir mal helfen? Ich sage, klar, erzähl mal. Ja, sagt sie, weißt du, ich habe jede Woche einmal einen Albtraum, der ist grauenvoll. Sage ich, hört sich interessant an, erzähl mal. Da sagt sie, so interessant ist der nicht. Aber, meint sie, das ist so, ich stehe mit meinen Eltern in der Küche und wir streiten uns wie die Kesselflicker und ich wache schweißgebadet aus diesem Traum auf. Sage ich, das ist spannend. Und dann fragte ich sie, wie war denn das, als deine Eltern gestorben sind? Seid ihr da, habt ihr euch ausgesehen und sie sind in Frieden gegangen? Nein, nein, sagt sie, wir haben uns immer noch gestritten. Also das hat sich nichts geändert. Ah ja, in dem Moment bekomme ich so ein bisschen so einen Weinimpuls. Das ist bei mir so. Ihr werdet das in dem Kongress sehen. Also manchmal kommen mir die Tränen, ich muss weinen, ich lasse halt alles drin. Das Menschsein. Und ich kriege Gänsehaut. Du, sag ich, ich glaube, deine Eltern sind gerade hier. Und ich mache dir jetzt einen Vorschlag, das kannst du einfach mal ausprobieren. Ja, sag mal, was kann ich denn machen gegen diesen Albtraum? Du setzt dich jetzt hin, ich kannte ihr Wohnzimmer, sie hat so zwei schöne Couchen gegenüber gehabt und machst dir eine Kerze an und dann lädst du deine Eltern ein, sie sollen jetzt mal einfach kommen, sich zu dir setzen und dann fängst du an und erzählst alles, was dir einfällt. Du darfst lachen, du darfst schreien, du darfst schimpfen, du darfst weinen, du darfst dich freuen, du darfst alles raushauen, was dir auf der Seele liegt. Erzähle alles, was dir einfällt, erzähl die alten Geschichten, erzähl das, was du nie dich getraut hast zu sagen. All das haust du raus und zwar richtig volles Brett. Bis du nichts mehr zu sagen hast, bis alles ausgesprochen ist, bis du merkst, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Dann, zwei Hausaufgaben bekommst du jetzt von mir. Machst du Folgendes. Erstens, du sagst dann zu deinen Eltern Folgendes. Liebe Eltern, ich vergebe euch alles, was ihr mir jemals angetan habt. Und dann spüre diese Vergebung. Versuche sie zu fühlen. Das kann 5 Sekunden, 5 Minuten, 15 Minuten dauern. Das ist vollkommen egal. Fühle diese Vergebung, wie du sie deinen Eltern gewährst. Wenn du das gemacht hast, machst du den zweiten Schritt. Und der ist genau umgekehrt. Du sagst, liebe Eltern, ich bitte euch um Vergebung für alles, was ich euch angetan habe. Und dann fühle auch du diese Vergebung, denn deine Eltern werden dir vergeben. Genau deswegen sind sie nämlich heute hier. Okay, sagt sie, dann will ich das mal ausprobieren. Tschüss, mach's gut, aufgelegt und das war's. Nichts mehr gehört. 8 Wochen später klingelt das Telefon. Kathi war dran und ich sage, hi, was gibt's? Du, Andreas, sagt sie, du weißt doch noch, wir haben doch damals telefoniert und du hast mir doch den Tipp gegeben, was ich machen soll. Ah ja, genau. Und wie ist, sie sagt, der Albtraum ist nie wiedergekommen. Wow.
Und diese Geschichte finde ich so fantastisch, dass ich sie euch heute mitgebracht habe, weil das ist für mich der ganz klare Beweis. Die Eltern waren da, die Vergebung hat stattgefunden. Genau deswegen hat sie den Albtraum gehabt, das war die Botschaft. Hey, hier muss noch etwas an Vergebung geschehen. Übrigens, wir können jederzeit mit allen Verstorbenen reden. Wir müssen sie nur rufen und dann sind sie da. Und die gute Botschaft ist, wir können das auch mit den Lebenden machen. Das heißt, wenn wir jemanden haben auf dieser Welt, mit dem wir unbedingt was klären wollen müssen, dann sollten wir das tun. Na klar, es ist viel einfacher, jetzt diesen Körper zu nehmen, mit diesem Verstand zu überlegen, was dieser Mund sagen soll, nämlich, du, es tut mir leid, was ich dir damals angetan habe, kannst du mir vergeben? Natürlich noch mit noch mehr Gefühl, ich habe es jetzt relativ flott gesagt. Dann ist das die Königslösung. Denn sie hat jetzt selbst die Entscheidung und kann mir vergeben. Jetzt versuch das mal, wenn du in der geistigen Welt bist. Es kommt die Seele hier, ne? Kommt zu ihr ans Ohr und sagt, hallo, kannst du mir vergeben? Und sie? Hört natürlich nichts, ne? Oder hast du schon mal eine Seele sprechen gehört? Nee, ne? Ich auch nicht. Bingo. Da müssen wir nämlich warten, bis die andere Person auch rüberkommt. Dann können wir es dann machen, aber eben erst dann. So ist es doch viel besser, dass wir das in diesem Leben versuchen. Trotzdem geht es auch mental. Sprecht eben mental mit den Menschen, wenn ihr sie nicht erreicht oder wenn ihr euch nicht traut oder irgendwas ist. Macht mental, stellt euch die Person vor, geistig, und dann sprecht mit ihr. Erst alles aussprechen und dann eben Vergebung in beide Richtungen, ganz wichtig. Das können wir machen. Das steht in unserer Macht, genau das zu tun. Wer ist eigentlich die wichtigste Person in unserem Leben? Wer ist die wichtigste Person in deinem Leben? Genau, ich selber. Und zwar nur ich selber. Und dann kommt erstmal nichts. Und dann kommt irgendwann alles andere. Die geliebten Personen, die Familie und so weiter. Schon Jesus sagte, liebe dich selbst wie deinen Nächsten. Er hat es so gesagt, liebe dich selbst, hat er zuerst gesagt. Das wurde zwar irgendwann in diesem Buch geändert, aber das können wir mal gleich wieder vergessen. Also, liebe dich selbst wie deinen Nächsten. Zuerst mal muss ich mich selbst lieben. Warum? Wenn ich mich selbst liebe und mich als liebenswert erachte, strahle ich das aus und dann liebt mich die ganze Welt und ich kann die ganze Welt lieben. Wie funktioniert das, Selbstliebe? Ja, ist auch eine Herausforderung, für mich übrigens genauso wie für euch. Geht doch mal, wenn ihr das nächste Mal in den Spiegel guckt, morgen früh zum Beispiel, und sagt mal, hey Süßer, guckst dich selber an, guck dir in die Augen. Ich mag dich und deswegen rasiere ich dich jetzt. Und die Mädels sagen natürlich irgendwas anderes. Und zwar egal, wie wir aussehen, egal was ist, weil wir haben diesen Körper. Und jetzt verrate ich euch noch etwas. Diesen Körper haben wir uns selber ausgesucht. Das hatten wir ja vorhin. Und zwar genau deswegen, weil er genauso ist, wie er ist. Weil wir genau in diesem Körper genau das erleben können, was wir erleben wollten, was wir erfahren wollten. Das geht nur in diesem Körper, den jeder von uns jetzt hat. Mit genau dem Aussehen. Mit jeder Kleinigkeit. Und hey, mal ganz ehrlich. Glaubt ihr allen Ernstes, als wir da gesessen haben, haben wir uns irgendeinen Mist vorgenommen? Vergesst es, es hat alles seinen Sinn. Und deswegen können wir ja ganz locker sein und sagen, ja, genau richtig, perfekt. Ja, ja, auch damit, ne? Der war teuer. Der war sehr teuer. Und noch etwas, du bist schön dünn. Wir haben viel mehr erotische Nutzfläche als du. Ja, so ist es. Nehmt euch einfach als das an, was ihr seid. Vollkommen. Jeder Einzelne ist absolut vollkommen. Und wenn wir das mal realisieren, dann können wir wirklich anfangen, uns selbst zu mögen. Und zwar mit jedem Pölsterchen, da guckt, quiek, quiek, was da so ist oder auch nicht. Es ist egal. Jeder ist so, wie er ist, richtig. Genauso wie Gott uns wollte, so wie wir uns wollten. Und da können wir doch eigentlich anfangen, uns selbst zu vertrauen, oder? Uns vertrauen, dass das, was wir uns vorgenommen haben, genau richtig ist. Und unseren Weg gehen.
hier auf der Erde, so wie wir sind. Und nicht andauernd rummäkeln und überlegen, was die Leute draußen sagen, was könnten die Leute sagen, was könnten die Leute sagen. Hey, ist doch so egal, sollen die doch selber erstmal gucken, wie sie klarkommen. Es ist wichtig, dass ich mein Leben lebe, dass ich, wenn ich hinter den Lebensfilm sehe, sagen kann, ja, das war ein tolles Leben. Und mich so annehmen, wie ich eben bin, vollkommen. Ist eine Challenge. Geht nicht von heute auf morgen, übt es. Die Königslösung, die Königsübung ist ganz einfach und doch so schwer. Wenn ihr im Badezimmer seid, bittet euch mal aus, da ein bisschen alleine sein zu dürfen. Dreht die Heizung voll auf, macht schön kuschelig warm und dann stellt euch nackt vor den Spiegel. 10 Minuten. Jeden Tag, einen Monat lang. Das ist am Anfang ein bisschen Herausforderung. Ich habe es aber auch versucht. Ich habe es gemacht. Es funktioniert. Und irgendwann könnt ihr euch wirklich annehmen, so wie ihr seid. Mit jeder Kleinigkeit. Ist so. Gut. Das zum Thema Selbstliebe. Ganz wichtig. Wie ist das denn mit der Aufmerksamkeit? Die Energie folgt ja der Aufmerksamkeit, richtig? Das heißt, je nachdem, wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenke, fließt auch meine Energie hin. So, pass auf, jetzt lenke ich mal meine Aufmerksamkeit komplett auf dich. Wo fließt meine Energie jetzt nicht hin? Ihr dürft alle antworten. Guck mal, du spürst sie sogar, ne? Und wo fließt sie jetzt nicht hin? Na, zu euch allen. Ich musste ja an euch denken. Also in der Regel, sie fließt dahin, wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenke. Und so kann ich eigentlich mein ganzes Leben ein wenig so steuern, dass meine Energie nur dorthin fließt, wo sie auch hin soll. Also sprich zur Alternative. Will sagen, wenn wir irgendwas in den Nachrichten hören, dann hören wir das ja deswegen, damit dort Energie hinfließen soll. Und wenn ich das nicht mehr höre, ich weiß vielleicht, dass das geschieht, aber das ist mir egal. Weil ich kann ja sowieso gerade nichts daran ändern. Dann kann ich auch dem die Energie entziehen, indem ich einfach mich entscheide, die sowieso immer nur schlechten Nachrichten nicht mehr zu hören. Und in dem Moment, wo ich sie nicht mehr höre, fließt ja auch in diese einzelnen Geschehnisse, die da berichtet werden, meine Energie nicht mehr hin. Ich entziehe dem also die Energie. Und jetzt kommt die große Herausforderung. Einfach vertrauen, dass das immer mehr Menschen machen. Und in dem Moment, wo keiner mehr daran denkt, keiner mehr die Energie dahin gibt, fallen diese Sachen einfach in sich zusammen. Das ist noch eine große Herausforderung, das weiß ich wohl. Aber irgendeiner muss ja mal anfangen damit. Also lasst uns damit anfangen und lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf Alternativen. Und wenn wir keine Alternative wissen, was können wir dann machen? Dann lenken wir doch mal die Aufmerksamkeit wieder auf uns selber. Dann behalten wir unsere Energie nämlich, indem wir mal mit uns selbst sind. Uns hinsetzen, an uns denken, meditieren oder einfach nur sind, also sein. Auch das kann sehr interessant und aufschlussreich sein. Thema Lebensaufgabe. Viele fragen, oh, was ist meine Lebensaufgabe? Und denken, sie kriegen dann so eine ganz individuelle Aufgabe. Du musst jetzt genau das und das und das machen. Ja, das wäre natürlich eine vielleicht coole Nummer. Vielleicht auch nicht. Denn häufig haben wir uns drüben vorgenommen, so große Sachen wie, wir wollen die Liebe auf die Welt bringen. Weil wir da drüben so voller Liebe sind, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass wir das hier nicht können. Dann inkarnieren wir und alles ist anders. Aber genau das ist oft eine der Aufgaben, die wir uns mitgebracht haben. Eine andere kann sein, dass wir einfach mit unserer Energie da sind, wo wir sind, weil wir damit andere Menschen antriggern. Ich habe auch öfter solche Herausforderungen, wo ich sage mal, einfach hingeschickt werde.
durch Ereignisse, Einladungen und so weiter, damit ich dort mit meiner Energie präsent bin. Anfangs habe ich das nicht so ganz verstanden, aber dann wurde mir ganz schnell klar, wenn ich da bin, es ist einfach nur wichtig, dass ich da bin. Weil dann die geistige Welt durch mich wirken kann. Und wir haben ja alle ein riesengroßes Feld um uns rum. Und das wird dann noch verstärkt und die Schwingung kann durch uns durchfließen und alle Menschen um uns herum erreichen. Und so ist mir gerade vor 3 Wochen etwas ganz Fantastisches passiert, was mir aber auch erst hinterher klar geworden ist. Ganz kurz zur Geschichte. Ich hatte eine gute Freundin besucht, vorher meine Partnerin weggebracht und war auf dem Nachhauseweg. War cool drauf und bin ganz entspannt nach Hause gefahren. Ich hatte übrigens mein Handy vergessen anzumachen, muss ich dazu sagen, das ist gleich wichtig. Und so war ich komplett entspannt. Ich hatte den Impuls gehabt, jetzt muss ich losfahren. Ich habe damals noch nicht verstanden, wieso auf einmal kommt, losfahren, losfahren. Aber ich habe es erstmal angenommen und habe es getan. Dann fing es an zu schneien. Und es wurde immer gefährlicher. Aber der Verkehr wurde nicht langsamer. Ich dachte schon, Heidewitzka, wenn das mal gut geht. Aber die Ausfahrt kam und ich bin ganz vorsichtig darüber, runter auf die Landstraße, da sah noch schlimmer aus, aber da ging es wenigstens nicht so schnell zugange. Da wurde es schon etwas ruhiger. Und ich bin in Ruhe, weil ich eben entspannt war, nach Hause gefahren, war so gegen 7 endlich daheim. Und dann nehme ich das Handy raus und oh, ist ja aus. Oh, machst es mal an. Handy an. Und kaum ist das Ding hochgefahren, piep, 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 SMS. Papa, wo bist du denn? Wir wollten doch heute Abend zu Dieter Nuhr. Oh, das hat ich vergessen. Scheibenkleister. Moment, 7 Uhr, schnell Internet geguckt, geht um 8 Uhr los. Das schaffe ich noch. Also, schnell wieder alles ausgemacht. Ich wollte ja eigentlich auf die Couch, aber das war irgendwie gerade weg. Angezogen wieder und rinn ins Auto und los. Interessanterweise war der Weg von mir zu Hause bis da, wo das Konzert war in Hannover, fast kein Schnee. Keine Ahnung. Sehr interessant. Da auf dem Parkplatz war dann wieder ein bisschen was, aber das war nicht der Rede wert. Und da klingelte auch schon das Telefon, meine Tochter war dran. Papa, wo bist du denn? Ja, sag, ich bin gleich da, bin gerade auf dem Parkplatz, war 7:55, das schaffe ich. 7:58 war ich am Eingang, sie gibt mir die Karte, ich kann lösen, wir gehen rein, haben einen tollen Abend. Und interessanterweise war ich so gut drauf, als ich dann da durch die Reihen ging und musste natürlich bitten, dass die Leute aufstehen, weil wir hatten die Plätze genau in der Mitte da. Ne? Aber es war total eine tolle Schwingung. Ich habe mich gewundert erst, aber ich denke, naja, nimm es einfach mal hin. Und als wir dann da saßen, sagte ich auch irgendwann zu meiner Tochter, ich sage, guck mal, da vorne, da werde ich irgendwann stehen. Das ist auch eine Vision von mir. Und dann, als es losging, gab ich der geistigen Welt dann das grüne Licht. Ich sage, okay, ich bin ja heute mal anscheinend nicht per Zufall hier. Ihr dürft alles Lichtvolle durch mich fließen lassen. Und so hatten wir einen wundervollen Abend und es war ganz toll. Und ja, dann war es vorbei, nach Hause und 2 Tage später wird mir plötzlich etwas klar. Wir haben genau in der Mitte gesessen. Nach vorne die Reihen, nach hinten die Reihen, nach links und hoch, nach rechts und hoch. Genau in der Mitte. Zufall? Nein, es fällt nur zu, was fällig ist. Ich sollte an diesem Tag da sein mit meiner Schwingung, damit die geistige Welt durch mich arbeiten kann und das kann alle Menschen dort erreichen. Wichtig ist auch einfach darauf zu vertrauen. Und so ist es auch zum Beispiel, wenn wir einen bestimmten Job hier auf der Erde machen, wenn wir an einer bestimmten Stelle sind. Der eine hilft ehrenamtlich hier, der andere ist in einer Firma. Und ihr kennt das daran, dass das richtig ist, wenn sich das, was ihr tut, gut anfühlt. Wenn das genau euer Ding ist, dann ist das, was ihr macht, auch vollkommen richtig. Also genau euer Weg. Dass es vielleicht ein paar Diskrepanzen gibt im Umfeld, naja, der Chef ist vielleicht gar nicht so doll oder die Kollegen mal anders und ach, was weiß ich. Das ist dann eben die Herausforderung, dort mit eurer Energie zu sein. In der Liebe zu bleiben, liebevoll zu bleiben, freundlich zu bleiben, egal was die anderen sagen. Und auch authentisch zu sein. Das heißt, wenn dich also mal irgendeiner angreift oder mal wieder richtig anpault, dass du dann nicht still bleibst, sondern mal sagst, hey, das, was du gerade mit mir gemacht hast, das hat mir wehgetan. Das fühlt sich gar nicht gut an. War es deine Absicht, mich zu verletzen? Da sollst du mal sehen, wie der reagiert. In den meisten Fällen schlucken die Leute nämlich erstmal. Klar, vielleicht gibt es so Coole, die dann einfach sagen, ja, genau das wollte ich.
dann lass ihn, weil er muss es ja aus deiner Sicht irgendwann wieder erleben. In dem Wissen bist du ganz cool. Ganz einfach. Also, in 95% der Fälle sind wir nämlich alle schon an dem richtigen Platz, an dem richtigen Fleck, wo wir hingehören. Die Seele spricht mit uns über unsere Gefühle. Fühlt sich etwas gut an, wie ich eben schon sagte, dann ist es richtig. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Fühlt es sich gar nicht gut an, so, die Blume geht richtig so kaputt, so klein, so zieht sich zusammen. Ja, ist das wohl der falsche Weg. Und so können wir wunderbar alles in unserem Leben prüfen. Wie fühlt sich das an? Sag mal Beispiel, du hast dich beworben bei Firma A und B. Hier war das Bewerbungsgespräch nett, die Leute haben dich begrüßt, es fühlte sich alles super gut an, aber da gibt es ein bisschen weniger Geld. Hier, da kamst du rein, hat dich einer angeguckt, die anderen nicht und dann haben sie dich ins Zimmer gesetzt, musstest warten, der Chef kam, ja, war ein gutes Gespräch und gibt richtig Kohle. Fantastisch. Jetzt stehst du hier und überlegst, nehme ich das oder nehme ich das? Jetzt gehst du hier rein, fühlst da rein, so richtig toll ist das hier nicht, also das ist zwar viel Geld, aber gehst du wieder hier rein? Zurück erst, wieder hier rein. Oh, das fühlt sich gut an. Es ist ein bisschen weniger Geld. Jetzt ist es wichtig, fühlen. Es fühlt sich in dieser Firma besser an. Klar sagt der Verstand, hey, da gibt es mehr Kohle. Aber das ist dann der falsche Weg, weil es fühlt sich schlecht an. Die Seele will dir sagen, hier ist es richtig. Es kann sein mit dem weniger Geld. Es kann sogar sein, dass es hier mit dem mehr Geld ist. Aber für das Beispiel passte das gerade gut. Also da, wo es sich gut anfühlt, so richtig gut, das ist der richtige Weg. Das ist der Weg, den wir mit unserer Seele, also den unsere Seele sich für uns genommen hat. Und das könnt ihr mit allem machen. Ich habe das vor meinem Umzug so gemacht. Reingefühlt. Hier bleiben oder dahin ziehen. Ja, ich habe das nicht geglaubt. Ich habe das 5-mal gemacht, bis ich es dann wirklich geglaubt habe. Und dann war es auch ganz einfach. Weil die Wohnung, die ich heute habe, die wurde mir beim ersten Mal gezeigt, beim dritten Mal und beim fünften Mal. Ich habe zwischendurch immer was anderes geguckt. Immer wieder kam diese Wohnung, bis ich dann endlich da angerufen habe. Und wir haben eine Viertelstunde über Fotografie gesprochen, weil er nämlich gerne fotografiert, der Vermieter. Und in 2 Minuten war der Termin für die Besichtigung ausgemacht. Ich bin hingefahren, ganz bodenständiger Mann, sehr freundlich. Wir gucken uns die Wohnung an, also er zeigt sie mir, ich gucke sie mir an und dann sagt er auf einmal, ich lasse Sie jetzt mal eine halbe Stunde alleine, fühlen Sie mal rein. Holla, habe ich gedacht. Ja, okay, mache ich, Und weg war er. Dann habe ich das auch gemacht und es fühlt sich gut an. Ich habe mir nochmal alles angeguckt, nochmal, ist gut. Nach 20 Minuten habe ich ihn angerufen und habe gefragt, wo darf ich unterschreiben? Und heute habe ich die Wohnung immer noch. Es ist schon fantastisch, wie das funktioniert. Und für mich war das ein sehr wichtiger Lernprozess, weil wenn sich bei mir früher so als Kind oder Jugendlicher was so gut angefühlt hat, dann wurde das von den Großen immer als mach was Gescheites abgetan. Heute weiß ich, ich war damals schon richtig. Die Großen nicht. Aber das musste ich lernen. Und damit sind wir bei einem nächsten Punkt. Bei dem Punkt Entscheidungen. Wir alle treffen im Leben jede Menge Entscheidungen. Und wenn wir mal so zurückgehen im Leben, überlegt jetzt mal so eine Entscheidung, die ihr bereut. Fällt euch da eine ein? Aha. So, dann gucken wir uns jetzt mal genau diese Entscheidung an, wo du sagst, die bereust du. Du hattest damals Information A und Information B, richtig? Daraufhin hast du eine Entscheidung getroffen. Heute hast du Informationen C, D, vielleicht sogar E. Dass du mit den ganzen Informationen heute die Entscheidung vielleicht anders treffen würdest, hast du mir gerade bewiesen, weil du gesagt hast, jo. Aber wenn du damals diese Entscheidung hättest anders treffen sollen, dann hättest du diese Informationen ja gehabt. Die hattest du aber nicht. Und mal ganz ehrlich, heute nochmal am selben Punkt, mit nur A und B würdest du wieder genauso entscheiden wie damals. Und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Ja, ganz genau. Du solltest und du wolltest genauso entscheiden, damit du genau den Weg gehen konntest, den du bis heute gegangen bist.
Weil nur so konntest du die Erfahrungen machen, die du gemacht hast und zu dem oder der werden, die du heute bist, weil genau das wolltest du. Das heißt, hey, hört ihr den großen Stein, der euch gerade vom Herzen fällt? Boom! Jede Entscheidung, die wir jemals im Leben getroffen haben, war nur eins, nämlich richtig. Punkt. Weil nur so konnten wir die Erfahrungen sammeln, die wir sammeln konnten. Ist das nicht ein tolles Gefühl? Ist das nicht fantastisch? Ich finde das total cool. Genau. Das ist doch ein tolles Leben. Mal eine Frage. Regnet es gerade? Hier drin auch nicht, ne? Hat jemand kalt? Von euch? Hat du kalt? Mutu warm anziehen? Nein. Und wenn wir gleich nach Hause kommen, wette ich mit euch, früher oder später, geht jeder in sein Bettchen und hat ein Kuschelkissen und es ist warm und schön und wir dürfen schlafen. Und morgen, wenn wir aufstehen, machen wir uns, der eine früher, der andere später, vielleicht ein leckeres Frühstück. Wir haben zu essen. Was ist morgen? Sonntag, ne? Wir haben vielleicht sogar frei, können den Tag genießen, alleine mit dem Partner, mit den Kindern, mit der Familie oder wie auch immer. Uns geht's gut. Und es geht mir einfach darum, euch jetzt mal darauf zu sensibilisieren, dass diese Kleinigkeiten, die wir alle als selbstverständlich annehmen, dass wir auch dafür mal dankbar sein können. So mache ich das jeden Abend, indem ich erstmal für diesen wundervollen Tag danke. Für Wohnung und Heizung, für Essen und Trinken, für die wundervollen Menschen, die heute bei meinem Vortrag waren. Oder zum Beispiel, dass ich eine freie Fahrt hatte, dass ich heile angekommen bin. Alles diese Kleinigkeiten, die schön, die gut waren. Und ich danke für alles, was war und was nicht war. Denn es gibt das eine oder andere, was er hätte sein können und was es gut war, dass es nicht war. Und das jeden Abend. Dankbarkeit ist die stärkste Kraft im Universum, neben der Liebe, die wir fühlen können und die wir auch weitergeben können. Und ich persönlich finde das sehr wichtig und deswegen habe ich euch das erzählt. Letztes Jahr habe ich den Impuls gehabt, da dieses Kongresspaket ja so riesig ist mit seinen, damals waren es 48 Filme, glaube ich, da habe ich mir gedacht, ich muss mal was machen, was ein bisschen kleiner ist. Aber wie kriege ich das hin? Und da habe ich mir die ganzen Filme genommen und habe sie noch einmal angesehen. Ich weiß, es hat ein Vierteljahr gedauert, glaube ich. Das war echt heftig. Und habe mir immer markiert, wo was Gutes war. Und dann habe ich diese guten Szenen alle rausgenommen und habe daraus einen Film gemacht. Der war 5 Stunden lang. Und ich musste noch was kürzen. Und ich sage euch eins, das Raussuchen war ja schon eine ganz schöne Arbeit. Hat Spaß gemacht, aber es war halt viel, weil es wirklich langwierig war. Das Kürzen jetzt, das war das Schlimmste. Das hat teilweise wehgetan. Und ich habe ein bisschen was rausgekriegt. Und ganz ehrlich, es sind 2 geworden. Ich habe dann 2 Filme draus gemacht. Jeder ist 1 Stunde noch was lang, so knapp 2 Stunden. Und hier sind die Highlights drauf, komplett anders arrangiert, auch mit nach Themen zusammengefasst. Die Spitzeninformationen von den Experten habe ich hier zu einem wundervollen Film gemacht. Ihr könnt diesen Film im Internet kaufen. Da kostet die DVD 37 Euro und heute die DVD 27, weil ich brauche sie euch nicht zuzuschicken. Das zur Information. Wenn ihr möchtet, hier habe ich ein paar dabei. Dann habe ich euch mitgebracht mein Kartenset. Das sind 55 Transformationsthemen. Und zwar habe ich jede einzelne Karte, ach wisst ihr was, ich gebe euch das einfach mal rum. Guckt euch die einfach mal an. Einfach mal angucken und weitergeben. Und ich gebe euch hier schon mal das Büchlein rum, nachdem ich es kurz erklärt habe. Ich habe dann zu jeder Karte auch einen Text bekommen und habe das in ein Buch geschrieben. Da aber, wenn man das drucken lässt oder mit einem Verlag zusammenarbeitet, Folgendes passiert. Es wird redigiert, es wird korrigiert, es wird lektoriert. Und übrig bleibt irgendwas, aber nicht mein Buch. Da habe ich gesagt, forget it. Das mache ich lieber selber. Das Weitere war, dass man das ja immer möglichst billig herstellen lassen muss. Dann ist das so ein ganz kleines Büchlein, was, wenn ich es aufschlage, immer zufällt.
Und das kann ich ja gar nicht ab, weil wenn ich nämlich auf dieses Thema gerade meditieren will, dann möchte das doch bitte so liegen bleiben. Deswegen die Ringbindung. Und schaut mal, das passt in die Damenhandtasche. Und ich kann unterwegs mal reinschauen und weiterlesen. Das könnt ihr, kann ich schon mal rumgeben, könnt ihr euch angucken. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann das ja nicht einfach so aus der Hand geben und habe mir im Lehrmittelbedarf diese Kartönchen bestellt. Die habe ich nicht aufgekriegt. Die ging nicht auf. Und warum nicht? Da waren noch keine Daumenlöcher drin. Also was habe ich gemacht? Daumenlochstanzer bestellt, überall Daumenlöcher reingemacht. Und so habe ich alle paar Wochen Bastelstunde, indem ich dann die Kartensets, die ich von einer befreundeten Druckerei habe, drucken lassen, das Buch drucken lassen. Dann wird alles zusammengebastelt, das Deckblatt wird oben drauf geklebt und fertig ist das Kartenset. Übrigens, was ihr hier seht, ist schon die dritte Auflage. Eine wunderbare Hilfe zur Transformation. Ihr zieht einfach eine Karte. Das Thema, was da ist, ist für diesen Tag, für diese Woche wichtig. Und da könnt ihr dann einfach mal reinfühlen und das Thema drüber meditieren, drüber nachdenken, was auch immer. Und mal gucken, was macht das denn mit mir? Und wo ist das denn in meinem Leben schon gewesen? Eine Kommunikation, möchte ich es mal ausdrücken, die findet immer statt. Du wirst also, wenn du drüben bist, kommunizieren, telepathisch. Und telepathisch, das sind immer solche Komplettbilder. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehabt habt, wenn ihr so eine Eingebung habt, so einen Impuls, das ist nur so ein Bruchteil von der Sekunde und ihr braucht Stunden, das zu erklären, was dieser Impuls gebracht hat. Das ist ein telepathischer Impuls. Das ist genial, ich habe das auch schon mal gehabt. Wow. Ah, da fällt mir noch was ein. Genau. Ich lag eines Abends im Bett und da fängt auf einmal an, so eine Art, also ich hatte die Augen dazu, das Bewusstsein war da und auf einmal so ein Sog und es drehte sich ganz schnell, wie so ein Strudel und ich wurde da reingezogen, immer tiefer, immer tiefer. Aber irgendwann, ich gebe es zu, ich habe die Nerven verloren, habe ich einen großen Zeh bewegt und zack, war es vorbei. Kaum habe ich das gemacht, habe ich mich schon wieder schwarz geärgert. Ich habe gedacht, Mist, vielleicht hättest du jetzt eine außerkörperliche Erfahrung erleben können. Aber es war vorbei. Aber es war wichtig, dass das geschehen ist, denn ein paar Wochen später passierte was ganz anderes. Plötzlich, ich war um 2:30 eingeschlafen ungefähr und 2:00 bin ich wieder aufgewacht. Und mein Körper fing an zu kribbeln. Es war 2012, werde ich nie vergessen. Kribbeln. Nicht so ein feines Kribbeln, wie wenn der was eingeschlafen ist, sondern so ein richtig grobes Kribbeln. Und zwar am ganzen Körper. Deswegen dachte ich, es kann ja nicht sein, dass der was eingeschlafen ist. Was ist das denn jetzt? Und es wurde mehr. Und es wurde noch mehr. Und noch mehr. Und dann kam der Impuls, stillhalten. Vertrauen, Klappe halten, mitmachen. Also okay, bloß nicht den großen Zeh bewegen. Ne? Geschehen lassen. Und das, was ich euch bis jetzt erzählt habe, sind ungefähr 0,1% von dem, was dann kam. Denn das Kribbeln wurde richtig dolle. Es wurde noch mehr und noch mehr und noch mehr. Es wurde so dolle, dass ich dann irgendwann dachte, okay, jetzt beamen sie dich hoch. Und es wurde noch mehr und noch mehr. Und dann auf einmal habe ich eine ganz klare Sicht. Ich habe gar keine Brille auf. Und da war ein ganz großes Symbol, in dunkelblau, aber es war so klar, ich dachte, wow, was ist das denn? Wie genial ist das denn? Und zack, war es wieder vorbei. Schade. Aber ihr wisst ja, wer einmal dran geleckt, der weiß, wie es schmeckt. War doch beim Sex genauso, oder? Ja. Und das war für mich cooler Beweis, hey, da gibt es noch was. Vielleicht war das eine kurzfristige Öffnung des tatsächlichen dritten Auges. Vielleicht war das ein kurzes Reinriechen dürfen ins Jenseits. Keine Ahnung. Es war genial. Wir können nicht Gottes Gesetze zu 50% anwenden und zu den anderen 50% nicht. Das geht nicht. Gottes Gesetze sind immer 100%. Und wenn das Karma-Gesetz beim Zwicken oder Liebhaben gilt, sorry, dann gilt es auch bei den großen Sachen, bei den ganz schlimmen Sachen. Und so gibt es auch kollektives Karma. So kann sich ein ganzes Land, ein Landeskarma schaffen. Oder auch der ganze Planet. Alles möglich. Weil wir sind einer von ganz vielen Planeten. Wir sind eine Menschheit auf diesem Planeten.
Und diese gesamte Menschheit hat sich vorgenommen, es jetzt zu schaffen. Das ist übrigens der vierte Versuch nach meinen Informationen. Wir waren schon dreimal auf diesem Planeten, haben es jedes Mal versaut und verbockt. Und da haben wir gesagt, als Gemeinschaft, diesmal schaffen wir es. Und es wird knapp. Wir können es noch schaffen. Aber es wird Zeit, dass was geschieht. Und das ist so wichtig, dass wir alle anfangen, bei uns selber, unser Leben ins Reine zu bringen. Angefangen mit der Selbstliebe. Dann gucken, dass wir eben liebevoll leben, in Mitgefühl leben und damit die Welt anstecken. Wisst ihr was? Wenn das jeder sofort machen würde, wir hätten morgen das Paradies auf der Erde. So einfach ist es eigentlich. Eigentlich. Schaut euch mal die Bücher vom Trotzhardo an. Zum Karma. Müsst ihr mal eingeben, Trotzhardo Karma, da kommen 2-3 Bücher von ihm. Und das ist einfach genial beschrieben. Er ist Rückführungstherapeut. Das Wissen, was er in den Rückführungen erfahren hat, da mal alles niedergeschrieben, eben zum Thema Karma. Und das finde ich so, so interessant. Kann ich euch nur ans Herz legen, das mal anzuschauen. Übrigens gibt es einen wunderschönen Film, vielleicht kennt ihr den, Und den Himmel gibt es echt. Da ist ein 4-Jähriger, der NATO-Erlebnis hat und das dann eben nach und nach seinem Vater erzählt. Und ich sage euch eins, das ist eine wahre Geschichte. Sogar die Namen der Schauspieler, also der Personen, wurden nicht geändert. Und es gibt ein Buch dazu, das hat der Vater geschrieben von dem Jungen. Und die Geschichte ist genauso geschehen. Und am Ende des Filmes, im Abspann, also nicht so schnell ausschalten, ne, wie sonst, mal gucken, da kommen nämlich Fotos von den wahren Personen. Natürlich ist dieser 4-Jährige jetzt 16, der ist so groß, als der Film gedreht wurde. Aber es kann man dann sehen. Und es wird auch geschrieben, was denen passiert ist weiterhin. Der Film ist einfach fantastisch und sehr berührend und sehr aufschlussreich, wie nämlich diese Gemeinde dann lernt, damit umzugehen. Ist nämlich eine echte Herausforderung. Kennt ihr die Geschichte vom 100. Affen? Alle? Wer kennt sie nicht? Ganz ehrlich? Okay. Es gibt einige Inseln, da leben Affen drauf. Und diese Affen ernähren sich von den dort wild wachsenden Kartoffeln. Und irgendwann hat eine Affendame, wahrscheinlich ist ihr die Kartoffel ins Wasser gefallen, die Kartoffel rausgenommen und merkt, gar kein Sand, das ist ja cool. Frisst die Kartoffel, nimmt die nächste, tut die erst ins Wasser und frisst sie dann. Dann zeigt sie das den anderen oder die sehen das, kriegen das mit. Die fangen auch damit an, das so zu machen. Und so spricht sich das rum bei den Affen. Oder die gucken halt, wieso gehen die alle ans Wasser und sehen, dass sie die ins Wasser tauchen. Und einer nach dem anderen macht das nach. So, und es gibt ja viele Inseln mit vielen Affen. Und die haben natürlich keine Telefonleitung. Die haben auch keinen Affen, der darüber schwimmt und denen sagt, ey, ihr müsst eure Kartoffeln im Wasser baden, bevor ihr die esst. Am besten in Salzwasser, dann sind sie schon gesalzen. Nein. Und dann passierte Folgendes, das hat man beobachtet. Nachdem der 100. Affe auch das gemacht hat, also 100 Affen waren plötzlich, die dieses Wissen hatten, ich muss die Kartoffel erst im Wasser baden, damit sie dann ohne Sand ist, begannen gleichzeitig auf den anderen Inseln die Affen das auch zu machen. Das heißt, dieses Wissen ging ins morphogenetische Feld, ging um die Erde und hat die anderen erreicht. Und somit haben die anderen Affen das auch plötzlich gemacht. Und genauso ist es bei uns Menschen. Je mehr wir Menschen eben in der Liebe leben, im Mitgefühl leben, in der Selbstliebe sind, also in der hohen Schwingung sind und uns von nichts mehr antriggern lassen, desto mehr stecken wir die anderen Menschen an. Und deswegen meine Vision mit dem vollen Saal und meine große Vision, sogar mit dem ganzen Stadion zusammen zu meditieren. Weil damit erreichen wir ganz viele Menschen, indem wir unsere Schwingung anheben in die Liebe und einfach sind. Und je mehr wir darüber reden und dann auch ein bisschen wenigstens danach handeln, desto mehr wird es. Es wird immer mehr Menschen geben. Und irgendwann gibt es den 100. Affen, den, was weiß ich, 10 Millionen Menschen. Dann ist die Schwingung so stark auf der Erde, dann schwappt es über. Wie schwappt es über? Nehmen wir ein Beispiel, da sitzen in so den oberen Etagen, wo ja eigentlich diese beschissenen Entscheidungen getroffen werden, 10 Leute zusammen und auf einmal sagt einer, Cut, ihr Lieben, Schluss, Stopp, das mache ich nicht mehr mit, das fühlt sich für mich nicht gut an. Ihr könnt das gerne so machen, aber ich mache hier nicht mehr mit. Wenn man ganz großes Glück hat,
gibt es den Dominoeffekt und einige von den anderen, die das schon fast genauso gefühlt haben, sagen dann, ich auch nicht mehr. Das geht nicht mehr, das können wir nicht mehr verantworten und so weiter. Und dann wird es plötzlich auf der ganzen Welt solche Ereignisse geben. Und das wird sein, wenn die, oh, ich kriege gerade voll die Gänsehaut. Das wird sein, wenn die Lawine ins Rollen kommt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir an der Basis diese Arbeit machen. Dass wir gucken, dass wir und möglichst viele Menschen um uns herum in der Liebesschwingung sind. Übrigens, gab es jemals eine Revolution von oben? Nein. Alle Revolutionen haben von unten begonnen. Wenn das Volk wüsste, was es für eine Macht hat. Das war jetzt ein grober Abriss über das Leben nach dem Leben oder das Leben nach dem Tod. Und zu den Themen Sterben, Weiterleben, sowohl im Jenseits als auch hier bei uns auf der Erde. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr heute da wart, dass ihr heute zugeschaut habt und ich wünsche euch jetzt alles Liebe.